Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Die Sims Suchtis. Ihr seid auf der Suche nach neuen Sachen für eure Sims, dann seid ihr bei mir genau richtig. Dieses Mal habe ich euch wieder einen Teil von meinem Adventskalender mitgebracht. Es ist heute der 3. Dezember und ich habe für eure Sims einen Naturpool zurechtgemacht. Für alle, die noch nicht wissen, wie so etwas funktioniert, das ist eigentlich ganz einfach. Abgespeichert ist das eben auch unter Zimmern, draußen dann in der Galerie zum Runterladen eben. Und das Wichtigste hierbei ist eben einfach, dass ihr hier oben einen Cheat eingebt, und zwar den bb.move. Ich kann heute nicht tippen. Objects on, der sollte eben aktiviert sein, damit ihr, wenn wir runtergehen, seht ihr das hier eben, hier unten die Steine so ein bisschen in die Mauer einziehen könnt und auch hier unten die Pflanzen setzen könnt. Ja, dann habe ich noch diese Blubber- und Blasenmacher da reingesetzt, habe da drüber eben auch ein bisschen Gemüse gesetzt und ja, so sieht das Teil dann eben von unten aus. Noch ein paar Lampen da rein, damit wir hier auch nachts etwas Beleuchtung haben. Ja, obendrauf werden dann überall einfach diese Steine gesetzt und dazwischen die Pflanzen. Das Problem, was ich jetzt eben einfach habe, dass beim Abspeichern doch einige der Pflanzen verloren gehen. Habe sie eben versucht, so dicht als möglich dran zu setzen, aber ihr werdet das sehen, dass doch einige dieser Pflanzen verloren gehen beim Hochladen. Die müsst ihr dann eben einfach ersetzen, aber im Grunde genommen habt ihr doch dann schon recht fix fertig solch einen Naturteich zum Baden, den ihr eben in einer eurer Parks beispielsweise dann einbauen könnt. Auch für ein größeres Baugrundstück finde ich das eine schöne Sache. Ihr könntet ja hier dann auch noch, wenn ihr wollt, die Wasserfarbe nochmal abändern in ganz grün, obwohl ich das mit diesen Blättern hier eben sehr niedlich finde. Oder vielleicht baut ihr mal, keine Ahnung, eine besondere Schwimmbad, so ein Romantik-Schwimmbad, und dann könntet ihr vielleicht so eine Farbe mal dazu wählen. Also das lässt sich ja dann auch noch tauschen. Ja, das wäre eben mein Türchen für heute gewesen, der Naturpool runterzuladen, wieder in der Community unter 11 vom Meer. Und ja, dann sage ich Tschüss und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder.